Hallo und herzlich willkommen zum Neo Monday mit dem Spiel Wurmis. Wir werden jetzt spielen. Weiß ich auch nicht was. Ich glaube, mein freies Spiel machen wir. Bevor ich starte, hier unten links kann man noch zum Mitosis rübergehen, wo man das ausspricht. Denn gerade habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht. Da ist aber das Spiel abgekackt. Das Spiel. Zeige nochmal schnell hier. Blub, 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 blub. Wo ist ein roter? Da ist ein roter. Chain. Mama mia. Also ich finde das Spiel Wurm ist eigentlich ein bisschen besser. Obwohl, das macht auch Spaß, aber... Ja. Mensch. Ups. Guck mal, versteckt sich an einer Ecke. Upp, meiner. Bei dem Spiel bin ich auch noch nicht allzu weit gekommen. Also Level 11 bin ich. Ist schon mal gut, finde ich. Aber auf dem Leaderboard, da bin ich noch nicht allzu weit gekommen. Ich glaube, da war das Beste bei denen hier. Platz 5 war das, glaube ich. Ach Mensch, warum schieße ich immer hier weg?
Na gut. Dass er dies Mitosis, oder wie das heißt. Jetzt gehe ich mal schnell ins Wurms rein. Wurmis. Dann zeigen wir hier. Hier habe ich es auch wirklich schon mal geschafft, auf dem ersten Platz zu sein. Ich habe einen Kill. So, jetzt fress ich mal die Köttel von diesem Wurm. Also diese Größe als Wurm ist ziemlich gefährlich. Aber was spiele ich denn heute hier für einen Scheiß? Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Boah. Obwohl, von vorne hätte ich gewonnen, weil ich größer bin. Warum rennen jetzt alle gegen mich? Schisse. Und ich bin auf den ersten. Yeah. Wenn ich so groß bin, mache ich das immer so. Und sterbe dann. Level 30. So. Wir sind erst 9 Minuten auf Aufnahme. Dann zeige ich euch nochmal das zufällige Team. Ich bin Team Blau. Welches Team als erstes 4000 Punkte hat, hat gewonnen. Also ich kann jetzt durch die blauen Würmer alle durch. Flutschen. Nein. Okay, Timo Roth hat gewonnen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Catch Sack. Okay. Sollen wir das Ei fangen? Ach, jetzt muss ich erst mal warten, bis genug Spieler da sind. Ach nö. Dauert doch auch manchmal so lang.
Einer fehlt noch. Hello, man. Mem? Mem? Ah, wie schrieb man denn hier? Ah, jetzt bin ich schon wieder weg raus. Kommt schon. Ich will noch ein paar Minuten spielen und dann möchte aufhören. Aber. Ach je. Gehen wir auf Pause. Hunger Games, da suche ich irgendwie immer. Weil das ist so ein K.O.-System. Startest das Spiel, wenn du tot bist, dann bist du raus. Und der Letzte, der gewonnen hat, der ist der Sieger. In der Gilde bin ich nicht, Privatraum auch nicht, freies Spiel, Team. Probieren wir nochmal Team. Okay, ich bin gelb. Ach Gott, der hat doch schon wieder gleich fast gewonnen. Und Blau hat gewonnen. Und was ist jetzt bei Catch the Egg? Immer noch nicht. Und die Hungerspiele? 11. Dort noch länger. Oh, Team Red Dog. Es sind nur zwei im Team bei. Also, bei mir bin ich alleine. Erstmal die Köttelchens wieder einsammeln hier. Oh, ich hab ein Kumpan. Gelb ist schwieriger. Rot. Schwieriger, größer. Boah, das war knapp. Gelb wieder. Ach nee. Wird von vorne gefressen. Kleiner, was willst du denn hier? So.
So, wo sind jetzt die Roten? Ah, gleich gewonnen. Gewonnen! Tada! Mein Team hat gewonnen. Das Team Red Dog. So, ich würde dann auch mal sagen, das war's für heute. Nochmal schauen, was in der Kiste ist. Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Schild. Schön. Gefällt mir. Ja. Also am liebsten spiele ich auch Team. Aber freies Spiel ist halt trotzdem, macht auch Spaß. Beim anderen kann man auch nochmal schnell durch flutschen. Zack. Nochmal 200 Punkte dazu gekriegt. Ah, okay. Da haben wir freies Spiel. Mensch gegen Zombie. Deathmatch. Zufällige Teams. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Hunger Games ist wie bei den anderen auch. Eigentlich auch ein Deathmatch. Team Forest. Weiß ich nicht. Auch nicht. Auch nicht. Naja. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch mal spielen. Ach, vom. Habe ich erst gestartet? Nee, umgeschaltet. So, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!